willkommen in Valhalla, hier in einem neuen Part von Tomb Raider Underworld. Und wir wissen noch nicht so genau, wo wir hin müssen. Nur, dass überall Gegner und böse Viecher auf uns warten. Kontrollpunkt, sehr schön. Solche Viecher zum Beispiel. Ich verabscheue sie zutiefst. Und hier ist ein Getriebe, das wahrscheinlich die Thors Hämmer, die Riesenmjöre sozusagen, antreibt. Und müssen wir da jetzt Sand ins Getriebe streuen. Halt! Genau, bleibt doch mal oben. Ja, die Frage ist, muss ich jetzt noch... Ah, dann kann ich rückwärtig hin. So. Okay. Ah, da kann ich wahrscheinlich durchschwingen, oder? Die Kameraperspektive ist sehr unheimlich. Komme ich da jetzt hin? Nein, komme ich nicht. Ja. Also es war mein Versuch wert. Och nee, die schon wieder, oder? Oder hat er sich gemerkt, dass ich die erledigt habe? Ja. Dabei hat sie es gemerkt. Ja. Ja. Er hat sich's gemerkt. Gut. Ja, ich denke schon, dass ich da rüber muss, aber. Auf die richtige Art und Weise, so wie es aussieht. Halt. Halt, wo komm jetzt, heb ich doch fest, Lala. Aber die Frage ist, wie denn mal die richtige Art und Weise ist. Ups. Hallo, würdest du dich bitte festhalten? Jetzt aber. Geh mal nach oben. Ja, das ist ziemlich weit. Ah, das wäre meine zweite Vermutung. Genau, ich kann mich an der Kette festhalten. Sehr cool einfach, Leute. Sehr, sehr cool. Das sieht nach mächtigen Fallen aus. Mal machen hier? Ach, ich kann auf den Hammer klettern, oder? Ja, tatsächlich. Ich hätte nicht versuchen sollen, auf den Hammer zu klettern, sondern ich hätte einfach froh sein sollen, dass ich am Hammer klettere. Klemme, meine ich. Also kein Sand ins Getriebe, wie ich zuerst dachte, sondern eine Mitfahrgelegenheit. Da ist noch einer. Den muss ich jetzt leider. Ach, da unten ist die Spinne. Ja. Die erledige ich natürlich gerne von hier oben aus, wenn ich kann. Weil ich jetzt wahrscheinlich dann dahin muss. Andere Waffe. Mal schauen, ob es dann schneller geht. Die hat, glaube ich, nicht so eine weite Reichweite, oder? Ja, tatsächlich. Ja. Ich hab dich gleich. Okay, das war's. Muss ich da jetzt? Ach ja, okay, da muss ich jetzt ums Eck und dann ganz schnell hier auf diese Schräge.
Und was mache ich dann? Dann ist da drunter nochmal eine Schräge. Das geht, ich weiß es nicht. Das ist doch vom Timing her mörderisch. Mörderisches Timing, okay. Jo, da bin ich jetzt mal gespannt. Wie das hier letztendlich dann wirklich gedacht war. Nein! Das Problem ist, wenn man dann mal durchschwingt und gedrückt hat, dann kann man es auch nicht mehr abbrechen. Oder zumindest, ich wüsste nicht, wie ich es abbrechen kann. Und ein paar Sekunden später schwingt sie dann einfach. Die Viecher sind alle wieder da. Ach, gleiches Spielchen wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt eine Granate werfen könnte, fällt mir gerade ein. Ich mach das jetzt mal nochmal so. Und dann schaue ich mal die Lage mal nochmal ganz genau an. Jetzt. Okay. So, also ich hätte gesagt, ich muss hier drauf. Oder muss ich mich da rückwärts... Muss ich mich wahrscheinlich rückwärts... Aber ich sehe ja gar nicht, wann... Ein tiefer Fall. Ja, aber so in der Richtung. Ja. Soll ich irgendwie mal auf den Sound hören oder so? Schwierig. Bei der Kamerasposition ist es dann echt schwierig, da das Richtige zu... die richtige Stelle zu finden. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich hier an der Außenkante hänge, da dürfte ich doch sicher sein, oder? Ja, ganz knapp, aber ich bin sicher. Ach so, nicht auf dem Rückweg, also wie ich dachte, sondern vielleicht auf dem Hinweg, das könnte sein. Oh! Nein, das war's nicht, was ich dachte. Ich dachte, ich muss da jetzt noch eine Rutschpartie machen. Öhö. Öhö. Die Frage ist auch, kann ich mich da eigentlich eine Stufe weiter unten noch festhalten? Nee, das sieht nur so aus. Das ist keine Festhaltekante. Achso, ich wollte ja noch... Ich versuche jetzt mal gleich um die Ecke zu gehen und dann schauen, ob ich den dann noch... Und dann sehe ich ihn gar nicht mehr. Oh Mann, ist das eine Folge. Ja stimmt, da ist ja gar nichts. Aber muss ich da einfach nur runterrutschen, ohne zu springen oder so? Kann das sein? Das könnte doch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das eben da direkt unter uns, ob das eine ebene Fläche ist. Jetzt habe ich dich. Oder ob das...
Der da, ob der eben ist oder ob der... Ich bleib mal so. Nein, das geht auch nicht. Uff, Leute, jetzt bin ich aber ein bisschen überfragt. Oh. Ich bin zwar gestorben, aber ich darf hier weitermachen. Freue ich mich darüber? Oder muss ich jetzt den Weg nach oben nochmal machen? Ja, nee, da freue ich mich nicht drüber. Da bin ich... super. Aber wo... Also ich gehe mal nochmal nach oben. Ich meine, der Part ist eh schon... Ich habe doch hier alle Spinnentiere schon erledigt, oder? Ja, habe ich schon. Nein! Oh, ich habe nur einmal ganz kurz aus Versehen auf A gedrückt. Und da hat sie schon angefangen gehabt zu schwingen. So, nur A bitte. Mal schauen, ob er sich jetzt gemerkt hat. Ja, die Spinne da unten ist nicht mehr. Okay, wenigstens etwas. Muss ich da jetzt um den Hammer rumklettern vielleicht? Muss ich da gar nicht springen? Das könnte ja... Ach, das könnte auch sein. Aber da muss ich natürlich springen. Jetzt. Oder sie hält sich gar nicht fest. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Seltener Fall bei dem Spiel, muss man ja echt sagen. Also nach links kann sie nicht klettern. Sie kann nur nach rechts rüber. Da kann sie sich scheinbar nicht festhalten. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hätte gesagt, kann sie da direkt vom Hammer gleich rüberspringen an diese, an die Wand? Tatsächlich, das ist das Geheimnis. Sie kann direkt gleich an die Wand springen. Gut, wir schauen, nicht, dass einer da... Kann ich mich anschmiegen? Nein, kann ich nicht. Das ist keine Anschmiegestelle. Zu einsammeln. Okay. 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 Ich hoffe. Ja, wollte ich gerade sagen, ich hoffe, das ist ein Kontrollpunkt wert. Ah, das ist nur, aber wohl nur Fledermäuse. Okay. Die irritiert mich.
So. Ich will jetzt nicht darauf wetten, dass hier kein Spinnengetier kommt, aber bisher sieht es mal gut aus. Da ist ein zweites Werk und ein totes Spinnengetier, wie es ausschaut. Oder ist das... Nee, wir sind doch jetzt hier auf der anderen Seite, oder? Ja, ja, muss sein, weil das bewegt sich nämlich nicht. Kann ich auch rauf? Aha. Das geht ein bisschen. Aber sie will nicht wirklich auf der Kette balancieren. Dann machen wir es doch so, Lara. Hm? Das ist gespannt, wie und ob ich da runterkomme. Also hier kann ich ihn mal runterlassen. Bitte. Ich weiß eben nicht, ob ich mich jetzt hier einfach runterlassen soll. Mach ich mal. Jawohl. Die Frage ist halt, ob ich... Na, das war schon wieder falsch gesteuert. Habt ihr nicht gemerkt, nicht wahr? Nein, nein. Oh, Moment mal, Momentchen mal. Es sah gerade so aus, als würde sich die Kette bewegen. Und jetzt ist doch hier was zum Einsammeln. Das war doch vorhin nicht da. Oder habe ich das wirklich so brachial übersehen? Das sieht sehr cool aus, Lara. So. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich dahin hinschwingen kann. Und selbst wenn, ob das Ding dann runterfährt, wenn unsere Lara dranhängt, ist auch fraglich. Ja, ja, tatsächlich, sehr cool. Wo? Ihr überrascht mich vielleicht des Öfteren, aber diesmal nicht. Jetzt bin ich nämlich hier. Die Frage ist natürlich jetzt schon, wie ich hier rauskomme. Und so geht's nicht. Also da komme ich mal nicht raus. Aber da ist was zum Schieben. Oder ziehen in dem Fall. Ach, und das hat auch... den Hammermechanismus blockiert. Muss ich jetzt hier raus? Schieb mal weiter. Nochmal. Nein. Ach, tu doch langsam, Lara. Auch jetzt aber. Das sah sehr buggy aus. Igitt. Ich verabscheue dich. Was zum Einsammeln? So. Ja, Leute. Dieser Part macht mich fix und alle. Und deswegen würde ich sagen, mache ich schon einen Cut hier. Und wir machen dann an dieser Stelle im nächsten Part weiter von Tomb Raider Underworld. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.